2014 wurde ich auf die Firma aufmerksam, das war online über das Jobportal. Ich habe mich dann direkt im Anschluss postalisch beworben und das war, glaube ich, ein paar Tage später, da hat mich Gerhard höchstpersönlich angerufen und mehrere Stunden für mich im Telefongespräch sich für mich Zeit genommen und das war sehr, sehr angenehm, dass es wirklich so persönlich war und obwohl der Chef mehrere Filialen betreut und mehrere Mitarbeiter hat, in diesem Zeitpunkt über 60 Mitarbeiter und dann im Anschluss haben wir 3 Probetage vereinbart in verschiedenen Konzepten, dass ich schauen konnte, wo und in welchem Konzept passe ich am besten rein. Am dritten Tag war es dann das Outdoor-Konzept und dort habe ich gemerkt, aufgrund meiner sportlichen Hobbys, dass ich dort am besten reinpasse und das hat mir am besten Spaß gemacht. Und jetzt bin ich immer noch hier und freue mich sehr, dass ich immer noch hier bin. Also mein Job an sich ist der, dass ich für den Outdoor-Bereich Coach bin, trainiere. Das heißt, ich darf wöchentlich oder täglich in verschiedene Stores reisen und dort die Mitarbeiter schulen im Hinblick auf deren Verkaufsstärken, Verkaufsschwächen im Verkauf und darf dort Potenziale erkennen, direkt im Verkauf, direkt am Gast dran, höre dort zu, beobachte und dann gebe ich direkt im Anschluss oder vielleicht auch im Gespräch, je nachdem, Feedback und versuche darüber den Mitarbeiter zu entwickeln. Es gab für mich ganz, ganz viele Situationen und Momente. Das Coole ist hier dran, wir haben viele Benefits, wir haben viele, viele Möglichkeiten, was dann den Mitarbeiter auch zurückgegeben wird. Letztens gab es eine Reise und wir sind per Boot aufs Achterwasser gefahren und durften dort sehr lecker essen. War eine Überraschung, was oft bei uns passiert. Es gibt halt keinen Menschen, der wirklich gleich ist. Das heißt, jeden Tag hast man andere Bedingungen. Hier oben an der Küste ist der Fakt 1, dass das Wetter extrem schwankend ist, wie gerade, es regnet gerade. Und die Laune der Natur oder die Laune der Gäste ist extrem schwankend. Das heißt, deswegen erfordert extrem viel Energy, extrem viel Kraft, dass man immer wieder positiv ist und die Leute auch dann definitiv mit guter Laune mit Smalltalk abholt.